Er ließ den Orden zurück. Und mich. Mit diesen Kindern. Egon konnte schon sein Leben lang Rissmagie einsetzen. Doch er wusste nicht, wie mächtig er ist. Kelsey war der fleißigste Lehrling des Ordens. Doch ihr fehlte es an Kontrolle. Ich musste ihre Fähigkeiten testen. Ein echter Oger hätte euch verschlungen. Sorry, Zauberin. Ihr werdet um dieses Schicksal flehen. Glaubst du, er kommt wieder? Wow, als wärst du allergisch gegen kluge Sprüche. Kommt, es wird ernst. Bin startklar. Okay, das ist definitiv kein Ordensriss. Ja, ich würde dir ja gerne sagen, dass ich das wusste, aber... Du hast recht, Kelsey. Dieser Riss ist anders. Schnell, platziere ein paar Fallen und bleib in Bewegung. Ich werde dir weitere Anweisungen geben, sobald ich kann. Wie können wir sie hören, obwohl wir sie nicht sehen können? Telepathie, du Genie. Okay, lass uns diese Fallen mal in der Praxis testen. Also gut, los geht's! Die Feinde bereiten sich darauf vor, eines unserer Tore aufzubrechen. Sie haben ein Tor aufgebrochen. Da kommen sie! Geschafft. Das wird klappen. Das wird was. Kampfbereit. Da kommen weitere Feinde.
als nächstes dran. Das nenne ich mal einen Orkbremser. Ja, ich bin bereit. Langsam habe ich den Dreh raus. Thank you.